Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier bei den Medo-Quests von der Ballade der Recken im zweiten DLC. Shevalis Sturm ist bereit. Genau, um den kümmern wir uns gerade, um seine Ballade. Und ich habe gesagt, ich stoppe hier, wenn der Drache vorbeikommt, weil eins der Rätsel war, um den Schrein rauszuholen, man muss dem feurigen Drachen auf sein Horn schießen. Und das haben wir jetzt vor. Wir warten, dass er dicht vorbeikommt. Dass wir es auch nicht verfehlen. Wundervoll. Oh, deswegen leuchtet es. Sieht ein bisschen anders aus als sonst. Juhu! Fliegt der jetzt weg oder können wir den nochmal anschießen? Das wäre gar nicht schlecht. Dann haben wir gleich noch so eine Schuppe, ne? Hornschuppen, das teuerste davon. Eigentlich bräuchte ich auch eine Klaue von dem. Die finde ich viel schwieriger zu treffen. Tatsächlich, das kann noch mal. Aha. Sehr gut. Holen wir uns das gleich? Batterieleistung lässt nach. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Beziehungsweise 20 Minuten für die Episode sollte das Ding ja noch aushalten, hoffentlich. Oh, Wahnsinn, hier war ich noch nicht. Cool. Ja, ich hasse dich. Ah, bitte, du Vieh. Jo, da drüben, ey, ne? Göttliche Drachenmusik. Ich fliege mal beim Scheißregen lieber hier hin, als nach da drüben. Genau, hier kann man nämlich laufen. Sehr schön. Gucken wir uns den Schrein da drüben mal an. Oh, da hinten liegt eine Sternschnuppe, wa? Fuck, in die Richtung? In die Richtung. Wie spät ist es? 2,5 Minuten hätte ich dafür. Okay, die liegt auf jeden Fall da irgendwo. Na gut, die holen wir uns noch schnell. Bei Sternschnuppen sage ich nicht nein. Vor allen Dingen, wenn sie so random kommen wie jetzt. Also so richtig random. Ja, wir haben ja auch ein wenig Zeit hier. 3 Minuten fehlen mir erst. Sehr schön. Ich will nämlich eigentlich gerne Wege, wie man so einen Schrein freispielt und den Schrein selbst dann in eine Episode immer packen. Sogar noch weiter in die Richtung. Sogar dahin. Nein, 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 kein Symbol setzen. Gehen wir lieber dahin. Sparen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen uns beeilen, weil 5 Uhr despawnt der Scheiß. Hohe Temperaturen. Ach ja. Ja, man muss aufpassen, wenn man da nämlich diese Tipps sind manchmal völlig dämlich. Wenn man eine Kochzutat im Vulkan fallen lässt, dann wird die zwar gekocht, aber wenn du sie da nicht sofort aufhebst, dann verbrennt sie danach. Wundervoll, hätte ich auch da vorne bleiben können. Okay, dann habe ich eine Idee. Bevor sie weg ist. Anderthalb Minuten noch Ruhe.
Schnappitrank. Das kann ich euch sagen, ohne den Speedtrank würden wir das Ding nicht kriegen. Gut, dass ich noch einen hatte. Wundervoll. Hat das auch geklappt. Dann fliegen wir von da aus darüber. Dann müssen wir auch nichts benutzen, außer schnell irgendwas, dass wir nicht erfrieren. Dann haben wir den Speedtrank drin, dann können wir den Schrein in Superspeed fertig machen. Und da ich letzte oder vorletzte Episode ziemlich überzogen habe, können wir dann auch danach schon Schluss machen und mal eine kürzere Episode machen. Und der einzige Punkt ist da natürlich, ich habe keine Ahnung, was uns im Schrein erwartet, ob er schnell oder nicht so schnell geht. Nicht, dass ich mich da wieder 20 Minuten aufhalte. Diese Mechanik im Übrigen des Zerstörers war ja ganz nett, aber ich dachte so, wir würden den durchs ganze Addon jetzt mittragen. Aber dem ist gar nicht so. Reicht der Medo hin? Nein, aber es ist doch klar, hier ist es ultra kalt. Probably. So, im T-Shirt können wir rumlaufen, das stört uns nicht, weil Beine und Kopf bedeckt sind. Wo könnte das andere Ding sein? Es sah bergig aus auf dem dritten Foto. Das ist ja erst der zweite Schrein, wir müssen den dritten noch finden. Aber auf diesem Bild war einfach ein Schneeberg im Schnee zu sehen. Also, das könnte überall sein. Das macht mir ein bisschen Sorge. Nicht, dass wir hier 5 Episoden danach suchen oder sowas. Aber egal, das ist erst unsere Sorge und das hier erledigt ist. Aber es sah ein bisschen bergig aus und Schneeberge gibt es ja nicht so viele. Zumindest nicht hier oben in der Hebra-Region. Und ich glaube nicht, dass es unten im Gerudo-Tal ist. Ja! Sind wir. Mal sehen, wie der Panne-Schrein heißt. Shirito-Geoma-Schrein. Alles klar. So, überspringen wie immer. Man sieht ja immer nur den gleichen Scheiß. Steine hochheben. Manchmal verstecken sich unter Steinen kleine Tiere oder hässliche Crocs. Diese widerlichen Viecher. In Ruhe zielen. Brauch mal wieder Pfeile. Ich hoffe, ich finde welche, weil Elektropfeile sind mir die liebsten. Und die muss ich sonst verschießen. Alles klar, das klappt nur bedingt. Gut, dass ich Bombenpfeile habe. Die man hier sonst auch ruhig finden könnte. Es kann ja nicht sein, dass ein Schrein erwartet, dass ich alles selber mitbringe. Okay, es ging doch so einfach. Okay. Wozu mich rumärgern? Nein! Oh. Wenigstens nicht alles verloren, wenn man hier einmal daneben liegt.
Gut, hier gibt es zwar eigentlich immer nur Müll drin, aber wo wir gerade hier sind, ne? Ah, wunderbar, danke. Das war wirklich wunderbar gefällt. So viel zum Thema, wenn ich hier nicht 20 Minuten drin brauche. Alter, das hat hier immerhin mit Geschicklichkeit zu tun. Und ihr wisst, Faltran und Geschicklichkeit sind nicht die besten Freunde. Juhu. Naja, wobei es geht. Nein, du gelähmter Idiot! Meine Güte! Niemand hat gesagt, dass du an diesem verfickten Tor hängen bleiben sollst, du Affe. Da hat man diesen verkackten Luftstrom mal perfekt abgepasst, ne? Nein! Alter, ich hab gedacht, das kriegt er nicht, dann wäre ich sogar gerastet. Ausgerastet. Nein! Ich fass es nicht. Leck mich. Mann, was war das denn für ein Müll? Dieser Windzug müsste mich so nach oben tragen und nicht... Ja, das macht Stufenwind. Meine Fresse. Nein, 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 nein. Alles klar. einfach mal das Brain benutzen, ne? War doch ganz leicht. Nicht auf die Tastatur treten, Quinn. Danke. Wie er hier rumschleicht. Du hast ohne Zweifel meine Prüfung gemeistert. Zeichen von Medo. Jawohl, wundervoll. Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Ja, bla bla. Ja, nur noch eines. Müssen wir mal auch ein bisschen nachsuchen, ne? Na, mein Freund, sitzt jetzt hier. Ja, ja. Müssen wir uns gleich mal die Map angucken. Und dann schauen, wie wo was. So, also wir haben hier einen Berg. Kalibarspitze, den Hebra-Gipfel, ist klar. Ich habe hier oben im Übrigen noch nichts gesucht anscheinend oder so. Hebra-Nordspitze, da haben wir eine Spitze, Hebra-Westspitze. So. Das könnte überall sein. Das hat 1, 2, 3 Abhänge. Instinktiv würde ich jetzt einfach am höchsten Berg starten, aber... Ich hab hier nichts. Wobei, wir können von Selimes Hütte dahin. Dann gehen wir einfach auf den Hebra-Gipfel oben drauf und gucken, ob wir von hier aus was sehen können. Weil, ja. Also der hat nur einen Abhang und das sieht nicht so aus wie auf dem Bild. Oh, das könnte es schon eher sein hier. Einen Abhang. Oh. 1, 2. Aber es war kein Wasser drauf zu sehen auf dem Bild. Wir gucken mal von der Hebra-Spritze. Spritze. Von der Hebra-Spitze aus. Der Controller macht erstaunlich lange dafür mit, dass er Batterieprobleme hat, ne? Angeblich.
Leuchtet auch noch grün, also alles toll. Tidi. Ja. Hallo. Das sehe ich jetzt erst, dass die Hebra-Spitze hier ein bisschen angefressen aussieht auf der Seite, ne? Angetaut. Angetaut, nicht angetraut. Oh, Verwechslungsgefahr. Gab so ein lustiges Bild. Ich habe zwar Mass Effect nie gespielt, aber man sieht halt ein Bild. Verwechslungsgefahr, Mass Effect 3 halt und dann 3 Mass Effect. Dann sieht man, wie einer völlig K.O. ist. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt ins Gedächtnis kommt. Wahrscheinlich wegen, weil ich eben gesagt habe, Verwechslungsgefahr. So jagt man in der heutigen Zeit. Ja, ich weiß, dass die Batterieleistung nachlässt. Wir haben eben von dir gesprochen. Fuck. Ich glaube, der Fuchs hat uns bemerkt. Aber er ist trotzdem dumm. Gut. Dann hüpfen wir hier mal hoch und gucken, ob wir hier was sehen können. Das Wetter ist auch gerade herrlich. So. Ah. Tschüss. Also gut, da drüben, das kann es eigentlich nicht sein. Da drüben könnte es sein, aber... Was hatten wir noch? Den Berg da unten hier, ne? Oh, nein, 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 nein. Gehen wir da mal rüber. Oh! Oh lala! Ist es das? Mussten wir durchringen? Und noch ein Schrein. Ja, man sieht, ich war hier oben noch nie. Dieser verfickten Spitze. Wie spreng ich das auf? Na ja. Gaoma Asa Schrein. Okay, den mach ich mal irgendwann anders. Aber dass wir uns hierher teleportieren können, ja, überspringen. Oder ist was angefangen? Das machen wir besser nicht mehr. Mhm. Oh Mann, willst du mich eigentlich verarschen, du Müll? Ja, dann haben wir das hier gefunden. Was müssen wir denn hier machen? Sich von Lichtring führen zu lassen. Also da durchgehen. Wahrscheinlich eher durchsliden, hm? Gut, dass wir so ein Schild gefunden haben, den wir nicht brauchen. Also würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Episode. Dann lade ich jetzt auch erstmal diesen Controller-Pad hier in die linke Seite. Und hoffe, wie immer, dass es Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Haben den ersten Schrein ein bisschen versetzt gemacht wegen unserer Sternschnuppe. Aber naja, egal, das war's wert. Würde mich sehr freuen, falls ihr das Video liked und mich abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.